In der heutigen Sendung? Seine heiligen Augen können keine Sünde sehen, weil seine heiligen Augen unsere Sünde sahen, als sie am Körper von Jesus Christus bestraft wurde. Heute können Gottes heilige Augen keine Sünde in unserem Leben sehen. Das befreit uns, ein Überwinderleben zu führen. Es ist nicht nur so, dass Gott keine Sünde in seinem Volk sieht, sondern Gott sieht Schönheit. Gott sieht Schönheit. Gott sieht nicht nur keine Sünde in ihrem Leben, sondern er sieht die Schönheit Jesu in ihrem Leben. Mit Pastor Joseph Prince. Ready? Bereit? Alles klar, dann schauen wir uns mal diesen erstaunlichen Bibelvers an. Psalm 97, Vers 12. Freut euch an Jahwe, ihr Gerechten, und denkt voller Dank an seine Heiligkeit. Sagt Dank in Erinnerung an seine Heiligkeit. Wir alle sagen Dank, weil Gott gut ist. Es fällt uns leicht, Gott für seine Güte zu danken. Wir sagen Dank, weil er uns liebt. Auch das ist leicht. Wir sagen Dank, weil Gott gnädig ist. Das fließt aus uns heraus. Aber Dank zu sagen in Erinnerung an seine Heiligkeit? Warum können wir ihm danken, wenn wir an seine Heiligkeit denken? Die Antwort auf diese Frage wird sie umhauen. Denn ihr Frieden und mein Frieden ist auf der Grundlage der vollen Verteidigung dieser Heiligkeit gesichert worden. Das Kreuz von Jesus Christus hat alles erfüllt, was Gottes Heiligkeit von uns fordert. Als Jesus am Kreuz starb, erfüllte Gott dadurch das, was er selbst forderte. Wer von Ihnen glaubt, dass ein Sündenopfer perfekt ist, wenn Gott es darbringt? Und dieses Sündenopfer beseitigt die Sünde gründlich von seinem heiligen Blick. Wenn ich das Sündenopfer bringe, kann ich mir da nie so sicher sein. Aber wenn Gott selbst das Sündenopfer bereitstellt, kann man sich darauf verlassen. In der Bibel steht, dass Jesus unsere Sünden hinweggetan hat. Sünde ist hinweggetan. Ich weiß, das ist nicht so elegant ausgedrückt, aber es vermittelt den Punkt. Wenn Jesus unsere Sünde beseitigt, dann ist sie weg. Weg von den Augen eines heiligen Gottes. Halleluja. Darf ich da mal ein kräftiges Amen haben, Gemeinde? Also, in der Bibel steht: Wegen dem, was Christus getan hat, denkt Gott nicht mehr an unsere Sünden. Das ist der Hauptsatz des neuen Bundes. Eurer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Eurer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Gott sagte nicht, eurer Sünden will ich nicht gedenken, sondern eurer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Das heißt, es gab einmal eine Zeit, wo er an sie gedacht hat. Wann hat Gott an all unsere Sünden gedacht? Als Jesus am Kreuz hing. Das ist der Augenblick, in der seine Heiligkeit keine Sünde vergessen konnte. Er kann keine einzige Sünde übergehen. Die Heiligkeit Gottes hat ihre Sünden wahrgenommen, vom Tag ihrer Geburt bis zum Tag, an dem sie Jesus gegenüberstehen. Ihr ganzes Leben,
Denn Gott kann keine einzige Sünde vergessen. Und Jesus Christus kommt kein zweites Mal, um zu sterben. Gott kann keine Sünde übergehen. Ihr ganzes Sündenleben wurde im Körper von Jesus Christus bedacht. Gott hat es auf Jesus Christus gelegt. Und da erinnert Gott sich an ihre Sünden. Und in der Bibel bedeutet dieser Ausdruck gedenken oder erinnern, dass Gott Sünde bestraft. Gott hat unsere Sünden am Körper von Jesus Christus bestraft. Und Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit haben die Blitze der Verurteilung des heiligen Zorns gegen alle Ungerechtigkeit, gegen alle Sünde auf den Körper von Jesus Christus abgefeuert. Schlag um Schlag, bis Jesus ausrief, es ist vollbracht. Und dadurch wurde hinsichtlich all unserer Sünden allem Genüge getan, sodass Gott uns heute nicht in Barmherzigkeit, sondern in seiner Heiligkeit ansehen kann, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, und sagt, ich gedenke eurer Sünden nicht mehr. Hören Sie? Kennen Sie König Balak? Er ist ein Sinnbild für Satan, den Feind Gottes. Balak heuerte so einen geldgierigen Propheten an, der den Ruf hatte, dass alle, die er verfluchte, Krankheiten bekamen und andere schlechte Dinge erlebten. Also heuerte König Balak diesen Propheten Bileam an, um das Volk Israel zu verfluchen, das gerade durch sein Land zog. Er brachte ihn auf einen hohen Berg und sagte, ich gebe dir eine Menge Geld, wenn du dieses Volk für mich verfluchst. Doch statt zu sagen, ich verfluche euch, sagte er, Gott hat kein Unrecht in Jakob gesehen. Und der Kerl sagte, was machst du da? Ich bezahle dich, um sie zu verfluchen, nicht zu segnen. Er sah diesen Satz, Gott hat kein Unrecht in Jakob gesehen, als eine Segnung. Wohlgemerkt, er sagte nicht, Gott sagt, es gibt keine Sünde in Israel. Sondern, dass Gott keine Sünde in Israel sieht. Es tröstet nicht zu hören, man habe keine Sünde. Und Gott sagt auch nicht, dass es keine Sünde in Israel gibt. Gott sagt, dass er kein Unrecht in Jakob schaut und kein Unrecht in Israel sieht. Und das wurde in Gegenwart von Balak gesagt, einem Sinnbild Satans. Der Feind kann nur zuhören und mit den Zähnen knirschen. So sieht Gott sein Volk. Schaut man sich jedoch im israelitischen Lager mal ein bisschen um, sieht man da Murren und Klagen, in den Zelten streiten Familien. Doch aus Gottes Perspektive, in Gottes Augen, ist da keine Sünde. Gott sagt, dass er kein Unrecht in Jakob schaut und seine heiligen Augen keine Sünde sehen können, weil seine heiligen Augen unsere Sünde sahen, als sie am Körper von Jesus Christus bestraft wurde. Heute können Gottes heilige Augen keine Sünde in unserem Leben sehen. Das befreit uns, ein Überwinderleben zu führen. Amen. Also, dieser Typ Balak sagt, was hast du getan? Komm mit mir. Und er brachte ihn auf einen anderen Berg. Vielleicht würde ein Ortswechsel den Propheten ja zum Fluchen bewegen. Also brachte er ihn auf einen anderen Berg und in der Bibel steht, dass Bileam in eine Trance fiel und in dieser Trance eine Vision des Allmächtigen hatte. Sagen Sie, Vision des Allmächtigen. Oder im Hebräischen, Vision des Shaddai. Er sah eine Vision von Gott und dann sagte er Folgendes über Gottes Volk. Sie sind wie Bäume am Strom, wie ein Garten mitten in der Wüste. Sie sind wie Zedern am Wasser. Das sind wunderschöne Worte über Gottes Volk, wie ein Baum, der immer genährt wird, der immer blüht, der immer grün ist, gepflanzt an Flüssen und Wassern mitten in der Wüste. Das sagt er über Gottes Volk. Es ist nicht nur so, dass Gott keine Sünde in seinem Volk sieht, sondern Gott sieht Schönheit. Gott sieht Schönheit. Gott sieht nicht nur keine Sünde in ihrem Leben, sondern er sieht die Schönheit von Jesus in ihrem Leben. Halleluja. Amen. Ich weiß allerdings, wenn wir nicht mit den Augen des Allmächtigen sehen, sondern mit den Augen des Herrn Prinz oder mit ihren Augen, dann sehen wir unsere gegenseitigen Fehler. Aber hier geht es nicht um meine oder ihre Sichtweise, sondern um die Sichtweise des Allmächtigen. So sieht Gott uns. Halleluja. Er sieht keine Sünde, sondern Schönheit. Amen, Gemeinde? Und wie sehr wir das glauben, können wir daran messen, dass wir uns in Gottes Gegenwart so wohlfühlen, wenn wir zu ihm kommen. Dass wir frei heraus ganz große Bitten äußern und uns in seiner Gegenwart richtig entspannen können. Und uns wie zu Hause fühlen, ohne Angst zu haben.
Zu Hause, das ist das Schlüsselwort. Man fühlt sich in seiner Gegenwart zu Hause. Fühlen Sie sich bei ihm zu Hause? Ich weiß noch, vor Jahren, Leute sagen oft, Pastor Prince, bei Ihnen klingt das alles so leicht. Falls Sie sowas hören, müssen Sie nachhaken, warum derjenige sowas sagt. Bei Ihnen klingt das so einfach. Ja, aber warum möchten Sie denn unbedingt, dass es schwierig ist? Ich sage Ihnen, warum Leute es lieber schwierig haben wollen. Weil sie selbst eine Rolle spielen wollen. Sie wollen selbst eine Rolle in ihrer Errettung spielen. Sie wollen eine Rolle in ihrer Gerechtigkeit spielen. Wenn ich etwas Schwieriges meistere, kann ich stolz auf mich sein. So einen Vorfall gab es bei einer großen Konferenz im Ausland, wo ich war. Ich bin häufig bei Konferenzen. Ich besuche viele Gemeinden, viele große Tagungen. Und bei einer hatte ich eine Begegnung mit jemandem, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will. Aber vielleicht kennen Sie seine Bücher oder Predigten. Es war nicht bei Hillsong. Okay, woanders. Und da hatte ich gerade eine Predigt über Gnade gehalten. Die Leute waren aus dem Häuschen, die waren total begeistert und wieder ganz frisch in Jesus verliebt. Die Leute schwangen sich bei der Anbetung förmlich vom Kronleuchter. Nicht ganz, aber fast. Ich würde gerne sehen, wie Pastor Henry das macht. Auf jeden Fall beteten die Leute Gott an und verliebten sich in Jesus. Das ist die Frucht des Predigens. Also ich wurde in ein Hinterzimmer geführt, wo es Kaffee gab und sich eine Reihe Prediger versammelt hatten, auch einige ziemlich Bekannte. Sie würden einige von ihnen kennen, wenn ich ihre Namen nennen würde. Und sie waren begeistert. Einige von ihnen sagten mir sogar, Pastor Prince, wissen Sie, ich habe zwar schon immer an die Gnade Gottes geglaubt, aber irgendwie konnte ich das noch nie so vermitteln wie Sie. Deswegen will ich jetzt Ihr Buch lesen und darüber in meiner Gemeinde predigen. Die waren so begeistert über die Botschaft. Und ich freute mich darüber. Ich freute mich, dass Jesus verherrlicht wurde. Also ich kümmerte mich um meine eigenen Sachen, das möchte ich betonen. Ich fing das nicht an. Aber ein Mann kam auf mich zu. Was ist mit der Furcht des Herrn? Wie gesagt, ich war mit meinen eigenen Sachen beschäftigt. Denken Sie daran, ich zettelte das nicht an. Er sagte, was ist mit der Furcht des Herrn? Und das war einer der Sprecher. Und er kam und fragte, was ist mit der Furcht des Herrn? Die anderen Leute dort hielten inne und schauten ihn an. Ich sagte, was soll mit der Furcht des Herrn sein? Die Bibel sagt, dass wir den Herrn fürchten sollen. Es gibt viele Bibelstellen, in denen steht, dass wir Gott fürchten sollen. Ich sagte, können Sie die Furcht des Herrn definieren? Können Sie die Furcht des Herrn definieren? Und dann gab er eine theologische Definition, eine heilsame Furcht, Gott zu missfallen. Und ich fragte, würden Sie gerne Jesu eigene Definition der Furcht des Herrn hören? Es war fast so, als wusste er gar nicht, dass Jesus eine Definition hatte. Ich sagte, würden Sie gerne Jesu eigene Definition hören? Denn wer kann die Furcht des Herrn schon besser definieren als der Herr? Oder? Also, bei den Versuchungen Jesu in der Wüste, und dieses Beispiel nannte ich ihm, sagte der Teufel zu Jesus, fall vor mir nieder, dann gebe ich dir alle Reiche der Welt. Jesus antwortete, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Er zitierte da das 5. Buch Mose. Wenn man die Stelle dort aufschlägt, steht da jedoch, du sollst den Herrn fürchten und ihm allein dienen. Offensichtlich legte Jesus das im richtigen Licht aus. Du sollst anbeten. Jesus interpretierte die Furcht des Herrn als Anbetung. Amen. Dieser Mann bei der Konferenz war jedoch noch nicht fertig. Ich dachte, das war's jetzt. Aber er sagte darauf, nun, aber was ist mit der Bibelstelle, wo es heißt, dass wir unsere Errettung mit Furcht und Zittern erwirken sollen? Wissen Sie, was solche Leute damit sagen wollen? Dass es nicht ausreicht zu glauben, sondern dass man für seine Errettung arbeiten muss. Ich sagte, Bruder, Sie reißen den Vers aus dem Zusammenhang. Er sagte, nein, mache ich nicht, das ist aus Philippa. Ich sagte, ich weiß, woher das kommt und ich kann Ihnen den ganzen Abschnitt zitieren. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Anders gesagt, Gott wirkt. Man kann nicht verwirklichen, was man nicht hat. Wenn wir Errettung nicht haben, können wir sie auch nicht verwirklichen. Gott wirkt sowohl das Wollen als auch das Vollbringen in uns. Zum Beispiel wirkt Gott in Ihnen Liebe für Ihre Frau, Sie verwirklichen sie. Gott wirkt in Ihnen Fleiß, Sie verwirklichen ihn. Gott wirkt in Ihnen Geduld mit dem Bruder, Sie verwirklichen sie. Sie verwirklichen, was Gott in Ihnen bereits gewirkt hat. Lassen Sie sich von niemandem einreden, Errettung zu verwirklichen heißt, dafür zu arbeiten. Dann hat man nämlich ein großes Problem und verwässert das Evangelium. Was nun? Muss man für seine Errettung arbeiten oder ist es aus Gnade durch Glauben an das, was Christus getan hat?
Das ist eine ernsthafte Sache. Was ist aber mit Furcht und Zittern, Pastor Prinz? Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Nein, wir müssen die Bibel immer die Bibel definieren lassen. Wissen Sie, was Furcht und Zittern in der Bibel ist? Es ist nicht so ein Furcht und Zittern. Wenn Sie die Bibel genau lesen, sehen Sie, dass es einen sehr positiven Beiklang hat. Der Apostel Paulus sagte, ich war in Schwachheit mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und was geschah? Seine Predigt war von der Kraft des Geistes geprägt. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie Furcht und Zittern in der Bibel verstanden wird. In Ordnung? Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Suchen wir zum Vergleich also mal einige andere Bibelstellen, wo von Furcht und Zittern die Rede ist. Im Alten Testament, Jeremia 33, Vers 9. Gott sagt, und Jerusalem soll mir zum Freudennamen, zum Lob und zum Schmuck dienen bei allen Völkern der Erde, die von all dem Guten hören werden, das ich ihnen tue. Und sie werden erschrecken und erzittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihnen verschaffen will. Gott sagt hier, wenn ich mein Volk segne, wird mein Volk sich fürchten und zittern wegen all des Guten und dem Wohlstand, den ich ihnen schenke. Es heißt, dass man sich ehrfurchtsvoll der Segnungen und Liebe Gottes bewusst wird. Furcht und Zittern ist eine Redewendung. Denn hier wird nicht aufgrund der Furcht Gottes gefürchtet und gezittert. Amen. Furcht und Zittern kommt hier aufgrund all der Güte und des Segens Gottes. Amen. Dann möchte ich Ihnen noch einen anderen Vers aus dem Neuen Testament geben. Erinnern Sie sich an die Frau, die 12 Jahre lang an Blutungen litt? 12 Jahre lang hatte sie Blutungen. Sie näherte sich Jesus von hinten und berührte den Saum seines Gewands. Erinnern Sie sich? Und sie wurde sofort geheilt. In der Bibel steht, dass Jesus sich umdrehte und fragte, wer hat mich berührt? Jetzt passen Sie auf, was war mit ihr passiert? Sie war geheilt worden. Aber Jesus fragte, wer hat mich berührt? Schauen Sie sich das an, Markus 5, Vers 33. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Sie war geheilt worden. Sie kam nicht mit Furcht und Zittern, weil ihr etwas Schlechtes widerfahren war, sondern weil sie etwas Gutes erlebt hatte. Die Bibel interpretiert die Bibel. Amen. Halleluja. Ich weiß, es gibt noch viele Fragen dazu, die ich jetzt nicht beantworten kann. Das lässt die Zeit nicht zu. Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson. Ich kann das also jetzt nicht alles drannehmen, aber Sie können mir glauben, es gibt viele Fragen. Aber es gibt auch eine Faustregel. Die können Sie mitnehmen, eine Grundregel der Bibelauslegung. Lassen Sie sich von unklaren Bibelstellen nie, nie, nie die Freude klarer Bibelstellen rauben. Andere Leute mögen Verse erwähnen, die ich jetzt nicht drannehme, und fragen, was ist damit? Und der Vers scheint der vollkommenen Sündenvergebung durch Jesus und all dem zu widersprechen. Doch lassen Sie sich von schwierigen Bibelstellen nie die Gewissheit eindeutiger Bibelstellen rauben. Zum Beispiel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, ist das eindeutig? Der an ihn glaubt, ist das eindeutig? Nicht verloren geht, ist das eindeutig? Sondern ewiges Leben hat. Wie lange ist das? Ewig. Ist das eindeutig? Wenn jemand daherkommt und Ihnen weismachen will, dass Sie Ihre Errettung verlieren, dann ist das eine unklare Stelle, für die es eine Erklärung gibt. Alles klar? Wenn Sie mir die Zeit geben, kann ich das erklären. Aber wenn Sie nicht wissen, wie man es erklären kann, dann lassen Sie sich von unklaren Stellen nicht die Gewissheit klarer Stellen rauben. An eure Sünden werde ich nicht mehr denken. Ist das eindeutig? Gott ist nicht schizophren. Menschliche Auslegungen schon. Gott aber nicht. Und es gibt große Diskrepanzen, die nur scheinbar so sind. Es sind nicht wirklich Diskrepanzen. Also ich will Ihnen diese Faustregel mit auf den Weg geben, wenn es um Fragen geht, die ich aus Zeitgründen nicht beantwortet habe. Lassen Sie sich nie von jemandem wegen unklarer Bibelstellen die Verlässlichkeit klarer Stellen rauben. Bringen wir das zu einem Abschluss, Gemeinde. Es ist alles am Kreuz geschehen. Als die Gerechtigkeit Gottes die Barmherzigkeit Gottes küsste. Als die Gerechtigkeit Gottes auf die Liebe Gottes traf. Jesus war die Liebe Gottes, die die Gerechtigkeit Gottes an unserer Stelle bezahlte und diese Gerechtigkeit Gottes für immer zufriedenstellte. Und der Teufel möchte diese herrliche Botschaft vor den Otto-Normalverbrauchern da draußen verstecken.
In der Bibel steht, dass der Teufel den Verstand von Leuten verblendet hat, damit das herrliche Evangelium nicht unter den Menschen scheint. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum der Teufel den Verstand von Leuten verblenden muss, damit sie nicht das herrliche Evangelium sehen? Wenn unser Evangelium nicht attraktiv wäre, warum müsste man dann den Verstand verblenden? Ihre Ehefrau wird Ihnen nie die Hand vor die Augen halten, wenn eine andere Dame wie eine Großmutter aussieht. Das wäre überflüssig. Ist die Dame hingegen attraktiv und auf eine attraktive Art gekleidet, ist Ihre Ehefrau schon eher geneigt, Ihnen die Augen zuzuhalten. Warum also würde der Teufel uns die Augen vor dem herrlichen Evangelium zuhalten wollen? Weil es so attraktiv ist, dass es die Mauern einreißt, solange unsere Augen nicht verdeckt sind. Leute denken, das, was wir hier haben, sei Religion, wobei wir doch die wunderbare Realität haben, im vollen Licht seiner Heiligkeit vor Gott stehen zu können, mit einem befreiten Herzen, ohne Gewissensbisse, obwohl wir wissen, dass unendliche Heiligkeit Sünde nicht ansehen kann. Ich kann in dieser Heiligkeit stehen, in dem Wissen, dass das Werk von Jesus meine Sünde vollkommen beseitigt hat. Und das Licht heute in Gottes Gegenwart. Wenn ich zu Gott komme und dieses Licht wahrnehme, dann brauche ich mich davor nicht zu fürchten. Das Licht entblößt nicht unsere Sünden, sondern zeigt einfach, wie vollkommen Jesu Werk ist, der unsere Sünden beseitigt hat. Ich wiederhole nochmal und damit schließe ich. Wenn Sie in Gottes Gegenwart kommen. Deswegen hatten die Priester im Alten Testament Edelsteine auf ihrer Brust. Edelsteine mit den Namen der Stämme Israels, um uns heute zu zeigen, dass Jesus unser Hohepriester ist, der unsere Namen auf seinem Herzen der Liebe trägt. Ihren und meinen, hinein in die Gegenwart Gottes. Und warum sind es Edelsteine? Meine Damen, Sie wissen das. Was passiert mit den Steinen unter diesem gelben Licht? Rubine, Saphire. Sie strahlen. Gott möchte Sie also wissen lassen, dass Jesus Sie in der Vollkommenheit seines vollbrachten Werks darstellt. Wenn Gottes Licht auf Sie scheint, dann scheinen Sie zurück. Es spiegelt dieses Licht wider, die Vollkommenheit des Werkes von Jesus Christus. Sie müssen sich vor diesem Licht nicht fürchten, wenn Sie zu Gott kommen. Fühlen Sie sich wie zu Hause und freuen Sie sich an diesem Licht. Zeigt dieses Licht doch, Sünden sind weg, Sünden sind beseitigt, Sünden sind bereinigt. Es zeigt das herrliche Erlösungswerk Jesu Christi. Es zeigt, wie vollkommen Jesus ihre Sünden beseitigt hat. Außerhalb von Gottes Gegenwart sieht man nicht, wie vollkommen es ist. Je mehr man hingegen in Gottes Gegenwart kommt, umso mehr sieht man im Licht seiner Heiligkeit, wie vollkommen Jesus ihre Sünden beseitigt hat. So sollten Sie Gott stets sehen. Sehen Sie sich auch gegenseitig aus der Sicht des Allmächtigen. Wäre es nicht gut, die Sünde unseres Ehepartners gar nicht wahrzunehmen, obwohl er nicht perfekt ist? Können Sie sich vorstellen, wie sich das auf Sie auswirken würde? Können wir das mal ausprobieren, täglich, 10 Tage lang. Nicht, dass der Partner nicht sündigt, aber wir sehen die Sünde nicht. Stellen Sie sich vor, was dann mit Ihrer Ehe passiert. Und nicht nur in der Ehe, auch auf andere Beziehungen lässt sich das ausweiten. Das ist nämlich der praktische Teil, wie wir einander lieben können. Wir sehen einander nicht als Menschen ohne Sünde, aber wir übersehen die Sünde. Wir entscheiden uns, einander in der Schönheit Jesu zu sehen. Und selbst wenn wir einander korrigieren, dann tun wir das mit dem Bewusstsein der Schönheit Jesu, weil wir einander lieben. Es ist etwas ganz anderes, jemanden zu korrigieren und ihn als etwas Unschönes zu sehen, als jemanden, der immer versagt und der hoffnungslos ist, oder jemanden als vollkommen zu sehen und nur zu korrigieren, weil man möchte, dass er in dem Bereich aufblüht. Doch selbst wenn wir jemanden korrigieren, hat das nichts damit zu tun, ob Gott die Person angenommen hat. Gott wirft die Sündenfrage nicht noch einmal auf, sonst würde das die Wirksamkeit des Wortes Jesu anzweifeln und das würde Gott nie tun. Ich bin fertig. Halleluja. Amen. Loben Sie Jesus, Halleluja! Und Gott, der seinen Sohn gegeben hat, loben Sie ihn, Halleluja! Alle Köpfe geneigt und alle Augen geschlossen, preis dem Herrn. Falls Sie heute Ihr Vertrauen auf das vollendete Werk Jesu setzen wollen, denken Sie daran, Ihr Vertrauen macht es nicht vollkommener. Es ist nicht Ihr Glaube, der den Preis bezahlt. Der Preis wurde schon vor langer Zeit bezahlt. Und Gott ist vollkommen mit dem Preis zufrieden, der Bezahlung, dem Opfer von Christus. Aber haben Sie Ihr Vertrauen auf Gottes Zufriedenheit gesetzt?
Vertrauen Sie darauf, dass Gott zufrieden ist? Haben Sie Ihren Glauben auf Jesu vollkommenes Werk gerichtet? Sie können hier heute mit echtem Frieden in Ihrem Herzen hinausgehen. Mit einem ruhigen Gewissen und Freude in Ihrem Herzen. Dazu müssen Sie nur glauben, dass Christus den Preis bezahlt und Gott zufriedengestellt hat und alle Forderungen erfüllt hat, die Gott an uns stellt. Gott ist zufrieden. Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen, dann wissen Sie, warum Gott Sie hierher geführt hat. Er möchte, dass Sie in den Genuss eines ruhigen Gewissens kommen, frei von Verurteilung und Schuld. Er möchte, dass Sie sich mit Freude und Frieden auf den Weg machen. Wenn Sie sagen, Pastor, ich möchte das alles erleben, wovon Sie geredet haben, dann sprechen Sie jetzt dieses Gebet mit mir, wo immer Sie sind. Hier oder im Nebenraum, sprechen Sie mir nach, himmlischer Vater. Was für ein guter Gott du doch bist. Du hast mich schon geliebt, bevor ich dich kannte. Du hast meine Not gesehen, bevor ich sie sah. Und du hast Jesus Christus gesandt, in vollem Bewusstsein meiner Sünde, damit er die vollkommene Zahlung, die perfekte Lösung für all meine Sünden würde. Ich verstehe zwar noch nicht alles, Herr, aber eins verstehe ich: Du bist mit dem zufrieden, was Christus für meine Sünden bezahlt hat. Du bist zufrieden. Deine heiligen Ansprüche sind verherrlicht. Und ich bin zufrieden, weil du es bist. Jesus Christus ist mein Herr. Du hast ihn ohne meine Sünden von den Toten auferweckt, um zu zeigen, dass du mit seinem Werk ganz zufrieden bist. Und ich bin mit ihm auferstanden. Jesus Christus ist mein Herr. Und ich werde jeden Tag bis in alle Ewigkeit in der Gunst Gottes leben. Ich muss keine Angst mehr haben, dass meine Sünden mich von dir trennen. Jesus Christus ist mein Herr, jetzt und für immer, im Namen von Jesus. Amen. Freuen Sie sich!